Servus zurück bei Deponia 2 und hallo Freunde der NRW über 18 Jahre. Ich habe die Soundprobleme, ich glaube, so langsam in den Griff. Es wird nämlich immer besser. Ich habe da... Er tanzt. Luftgitarre. Wie knuffig. Also wie gesagt, im letzten Teil habe ich fast kaum Soundwackler feststellen können. Das erfreut mein Herz. Ich hoffe, es bleibt so. Und aus diesem Grund würde ich sagen, machen wir hier noch schnell einen Teil und schauen mal vor Docs Werkstatt, was es da so gibt. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier bin, dann müssten wir genau wieder hier hinkommen. Genau. Airbag-Kiste. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ofen. Hier gibt's. Was? Nest? Ist mir das vorher? Ach ne, Karte? Da war doch. Ach da, ja, genau. Sonst ist mir hier nichts aufgefallen, oder? Das. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Schon wieder? Okay. Marktplatz. Schauen wir uns die Karte mal an. Wir müssten jetzt eigentlich genau alles haben. Bellevue, Dock, Marktplatz, Klein-Venedig und zurück. Oh, genau. Gehen wir mal nach Klein-Venedig. Ach, das ist das. Okay. Wo steht Rufus denn? Ach, da unten. Direkt an der Karte. Okay, gehen wir mal in den Hafen. Gondoliro. Mit dem wollte ich nämlich noch reden. Der ist mir nämlich ja eben abhanden gekommen, als der Herberg ausgelöst hat. Huhu. Prego. Servus. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volar. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Oh ja, oh ja, wie lecker. So eine leckere, geile Calzone. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Note. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Ah, vielleicht können wir da irgendwas austauschen. Vielleicht. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss es machen, um zu verscheuchen, die, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Boah. Coole Gondel. Sì, sì. Ist Gabriel molto confortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Sorry wegen des Airbags. Ist no problemo. Ich bin Socio di Club Gondolo Mobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Il Doggo hat immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisce? Capito. Caputo. Ey, verarsch mich nicht, okay? Diese Kommentare zum Schluss dann noch. Der ADGA. Allgemeiner Deutscher Gondelclub oder... Nee, Allgemeiner Deutscher Automobilclub. ADAC, ADAC. Nee, ADGC. So, jetzt habe ich's. Was ist das für eine Kiste? Ist das schon der neue Airbag? Si, si. Fortunamente, il Doggo hat immer eine Adapter auf die Lager. Musst du eigentlich immer mit diesem bescheuerten Akzent reden? Ja, ich bekomme sonst Beef mit der Gondelvereinigung. Ach so. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Aber nur hier bitte. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. Okay, wir lösen jetzt vielleicht nochmal den Airbag aus. Bums. Ancora? Stupido. Komm zu Idiota. Weil er springt ins Wasser. Ach ja. So, können wir jetzt die Noten... Hallo, die Notenblätter. Nein. Gondel. Kiste. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Okay, wir können es nicht in irgendeiner Art und Weise... Ein Notenständer. Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Okay, also müssen wir wahrscheinlich... Ja, wir können hier wirklich nichts mitnehmen. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir hier von hier was mit reinnehmen können, aber es scheint wohl genau andersrum zu sein. Dass wir wohl die Notenblätter aus der Spelunke vielleicht hier draußen bei ihm benutzen müssen.
Ach so, nein, warte. Guck mal, ich habe da oben den Generator gesehen. Dumm, die dumm, 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 die dumm. Wir haben noch Zucker. Zuckerei. Oh, wer kennt das? Wer kennt Zuckerei? Der möge dies in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Nein, Inventar weg. So, ja, hier, bitte. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Genau. Bums. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Da war doch was. Okay, da müsste es jetzt ja jetzt stunkefinster sein. Und... Ho! Oh, hey! Hört er im Hintergrund? Haha, ist ja geil. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Oh Gott. Okay, können wir jetzt hier... Der schläft. Oh! Er fliegt die Treppe runter. Nichts passiert. Und jetzt leise. Hab's. Okay, wir haben jetzt das lustige Lümmeltütenlied. Das ist alles so ruhig hier. Das ist richtig erschreckend, nicht beschreckend. Ich meine, hier ist der Strom ausgefallen und die sitzen alle so und machen all das, was sie vorher auch schon gemacht haben. Hi. Gar nichts. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ja, aber der Strom ist doch weg. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Ah, ja. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. Ja. Wenn du... Was hatte, gibt's auf... Nein, ich hab's aus Versehen angeklickt. Bis komm... Bojo, was sagt Bojo? Hallo, Bozo. Ah, Rufus. Was liegt an? Warum sehen die mich alle? Bis später. Verlauf dich nicht. Hallo? Hier oben. Rufus, hier oben. Ah ja, rauf kommt aber ohne Probleme. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Haha. Ah, okay. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, da sind sie. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen... Ich hatte gedacht, jetzt wo es dunkel ist, dass er die vielleicht nicht sieht, aber er sieht sie trotzdem. Okay, wir haben jetzt das Notenblatt, dann... Ja klar, und er funktioniert wieder. Naja, okay, er ist von alleine wieder angesprungen. Und das Problem mit dem Inventar habe ich auch rausgefunden. Wir dürfen das Rad nicht runterdrehen, sondern wir müssen es hochdrehen. Ich glaube, irgendeiner hatte mir auch schon gesagt, dass er dasselbe Problem hatte. Nun gut, das ist Deponia. Das macht mir überhaupt nichts. Müssen wir den jetzt erst... Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das lustige Lümmeltypenlied. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Wabene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Haben wir jetzt sein Lied? Nein. Oh, hey. Oh. Ja, dann sing auch. Was hat das jetzt gebracht, Mann? Das war so eine geile Idee. Na, okay. Dann versuche ich es mal mit dem Lieblingslied von dem Gulliver hier. Hallo? Hat er ihr gesagt, der hat nämlich, was hat er gehabt? Das Paarungslied der Schrottkrabben, das war sein Lieblingslied. Also nehmen wir das. Zack. Und sagt er schon was? Nein. Jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt schütten wir nochmal ein bisschen Zuckerei in den Generator. Vielleicht kommt Gulliver dann raus?
Weil er hatte uns einen Hinweis auf dieses Lied gesagt. Das war ja sein Lieblingslied. Und er bleibt stehen. Wer hätte das gedacht? Wieder in die Spelunke. Und jetzt... Achtung! Nein, Rufus, hier runter. Ach, jetzt fliegt er nicht mehr runter. Schade, es war nur ein... Und jetzt leise. Hups. So, wieder raus. Der Generator springt wieder an. Wer hätte das gedacht? Maus, hallo. Ich danke. So. Und das damit tauschen. Vielleicht bringt es. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone, molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Ja. Mille grazie. Da krabbelt doch immer eine durchs Bild. Ich hau lieber ab hier. Da! Warum singt der nicht? Moment, wir machen Taktik aus Bild, rein Bild. Aus Bild gehen. Wen haben wir denn da? Hä? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Was? Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Och, hau doch ab. Ruf. Och, er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Der wer? Och, Rufus, bist du selber schuld. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Okay. Ich wollte eigentlich... Aber stimmt, hier haben wir ja unser Abenteuer begonnen. Da war ich ja noch gar nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Was passiert jetzt hier? Nichts. Jetzt sing, du Vermaledeiter. Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Oh, ganze Arbeit umsonst. Ich krieg die besten Spiele. So, wie sieht's denn hier aus? Wer ist denn das hier? Der Angler. Da ist Fragezeichen. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber kusch. Wie nett. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Wir erinnern uns. Ups, den können wir mitnehmen. Wo geht's? Was? Bosus Kudder. Genau, hier liegt unser Kudder vor Anker. Hier gibt's nichts, mit dem können wir uns nicht unterhalten. Wo geht's hier rein? Wieder in die drei Fragezeichen. Aber geil, dass hier alles auf ist. Das muss man sagen. Nichts verschlossen bis jetzt. Oh, was ist denn das? Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Ach, ja. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also,
Welche Marke darf es denn sein? Ja, die teurere natürlich. Hat er doch gesagt. Nein, was ist denn... Wieso? Sind das auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Nein, er hat die günstigen genommen. Oh Gott. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst? Wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Kletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Warum ist sie denn so aggro? Wo will die hin? Goal? Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Oh. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von mir. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Na super. Und Errungenschaft freigeschaltet. Ach, und er bleibt natürlich dann wieder nur hier sitzen und guckt blöd in der Gegend rum. Wo ist Goal jetzt hin? Verdammte Axt. Ach, die Datasetten, die habe ich ganz vergessen. Ich hatte mir, ich war so vertieft, mir die Stadt anzugucken. Okay, hier ist sie nicht. Nein, hier ist sie nicht. Und hier ist sie auch nicht. Der arme kleine Wauwi. Immer noch putt.
kleiner Butterwauwi. Aber die Zeit ist auch gleich erreicht. Oder ist jetzt eigentlich schon erreicht? Mann, wo ist Goal? Marktplatz. Wahrscheinlich ist sie auf dem Markt. Da gehen Frauen immer hin. Oder auch nisch. Bellevue, vielleicht will sie in die bessere Welt. Nein, will sie auch nicht. Dann vielleicht in die dunkle Gasse? Nein, da will sie... Ja, ich weiß, Rufus, du bist der Beste. Hoppala, das war schon wieder... Spelunke? Da ist sie, ich hab sie gefunden, Ja, Freunde, wie es hier weitergeht, erfahren wir alle im nächsten Teil. Dranbleiben, es bleibt spannend. Bis dahin, NRW bei 18, adieu. Na, der hat in den Becher gespuckt.